Hallo, liebe Wanderfreunde, ich möchte euch mitnehmen auf eine Wanderung durch die Höllentalklamm. Vorbei am Wanderparkplatz geht es zu einer kleinen Kapelle in Grainau-Hammersbach. Links sieht man das Hotel Hammersbach, davor die kleine Kapelle und rechts die Bushaltestelle. Und an der Kapelle beginnt unsere eigentliche Wanderung. Auf einem breiten Forstweg wandern wir Richtung Höllental. Der Hammersbach fließt gemächlich neben uns. Nichts deutet darauf hin, welche Kraft der Bach nur wenig später entfalten kann. Der Weg steigt langsam an. Zu beiden Seiten breitet sich der für das Wettersteingebirge typische Mischwald mit hohen Fichten und Buchen aus. Der Weg wird im letzten Teil etwas steiler und führt zum Schluss direkt an die Felswände des vorderen Männlein heran. Von weitem kann man schon die erleuchtete Eingangshütte sehen. Kurz darauf haben wir die Höllentalklamm Eingangshütte erreicht. Sie ist auf einem kleinen Felsvorsprung errichtet worden. Aus Platzgründen musste man die Toilette in den Fels hineinbauen. An der Hütte ist ein Eintritt zu bezahlen. Die Klamm ist insgesamt 1026 Meter lang, hat zwei Brücken, 12 Stollen, mehrere Wandstege und der Ausgang liegt 150 Meter höher. Im Winter ist die Klamm geschlossen, denn 6 Lawinenzüge entleeren ihre Schneemassen in die enge Schlucht. 3 von der Alpspitzseite und 3 vom Waxenstein. Dabei wurden schon Schneehöhen von über 70 Meter gemessen. Wir sind gespannt, was uns wohl erwartet. Gleich zu Beginn sehen wir eine Brücke über das tobende Wasser. Von weitem scheint dieser Übergang direkt an der Felswand zu enden.
Erst wenn man direkt davor steht, sieht man, dass sich gleich hinter der Brücke ein Tor im Fels öffnet, durch das wir unseren Weg auf der anderen Klammseite fortsetzen können. Wir kommen zu der zweiten Brücke und wechseln wieder die Klammseite. Dieser Schutzheilige fragt sich wohl, warum ich in der Klamm eine Maske trage. Aber in Corona-Zeiten Pflicht auch in der Klamm. Nur wenige Meter über unseren Köpfen haben sich hier Felsbrocken zwischen den Felswänden verkeilt. Soweit man den Rückweg über den Stangensteig wählt, kommt man über diese Brücke.
Am Ende der Klamm führt ein 20-minütiger Weg zur Höllental-Angerhütte. Diese war im Oktober allerdings schon geschlossen. Der Hammersbach plätschert hier oben gemächlich dahin. Größer könnte der Kontrast zur Klamm gar nicht sein. Zumal wir auf dem Rückweg das ganze Spektakel noch einmal erleben konnten.